Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir sind jetzt mal hier stehen geblieben. In diesem Wald, wo eben gerade noch. Wo ist der Hirsch? Ach, das waren Vögel. Wo uns eben gerade ein Hirsch entgegengekommen ist, und dann haben wir uns diese Jötün, also die Eisriesen, angegriffen. Dein Tod naht. Geh. Jetzt finde ich den Hirsch nicht mehr. Ah, der war eigentlich diese kleine Quest hier. Ach, da steht er wieder. So. Da warten wir mal kurz, bis die vorbei sind. So. Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums Yggdrasil? Der Anblick dieses majestätischen Tiers verleiht meinem Herzen Flügel. Ich folge ihm gleichen Mutes. Zu langsam! Hier geht's lang. Die Jötün sind mir jetzt gerade mal scheißegal. Da ist Dunnea, der Feuergänger. Hast du dich an Yggdrasils grünen Trieben gesättigt? Was ist? Huch. So, ah ne, das ist okay. Die beiden. Da oben ist dieser Aussichtspunkt. Da ist noch ein Hirsch. Und auch Durator. Hat ein Unglück den Lebensbaum getroffen? Oder ist dies nur eine Versammlung der heiligen Herde? Auf jeden Fall joggen wir jetzt mal mit den Hirschen mit. Da ist noch einer und da sind Wölfe. Ich weiß nicht, ob die da erhob sich aus seinem Schlummer. Nee, ich glaube nicht. Ist dieser Freude ein Ausdruck von Freude oder Furcht? Verschwinde dir, Wölfe. Da drüben ist auf jeden Fall Yggdrasil, der Weltenbaum. So, jetzt sind wir im Prinzip einmal mit dem Berg rumgerannt, Alter. Was ist los jetzt? Und schließlich Ecktyrnir. Dessen Geweih die Flüsse sieht und Wied entspringen. So. Das war also der Grund ihres Ausflugs. Eine Gabe an ihren Hüter. Tränenstein. Ja, danke schön. Das finde ich doch nett von euch. Thank you.
Steigen wir erstmal hier hoch. Oh. Ah, cool. Da geht's, glaube ich, leichter hoch. Schönen Blick auf Asgards Feste. Ah, so wie Thor mit uns geredet hat, scheint Havi einfach nur ein anderer Name für Odin, von Odin zu sein. Das heißt, wir spielen gerade einfach Odin. Ne, Allvater. Okay, das heißt, ich muss das jetzt drehen oder was? Vielleicht darüber leiten. Zu diesem anderen Ding sie. Und das von hier aus? Ja, komm mal. Das will jetzt, denke ich, mein Ziel leiten. Ach, da. So. Jetzt hoffe ich mal, wird da unten dieses Ding weg sein. Jawohl. Jetzt können wir hier ran. An den Tränenstein. Von Ymir. So. Da geht's jetzt aufwärts. Endlich geht's in meinem Leben aufwärts. Nein, Spaß. Genau. Dann auch gleich da. So, uns fehlen jetzt noch 5 Rätsel. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die sehen wir alle auch schon. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und uns fehlen auch noch einen Haufen von den Tränensteinen. Wir haben Zwönd, das können wir auch ganz leicht nachschauen. In der Tasche. 12. 12 von, ich schätze, ich denke mal 30. Ich denke mal, es werden wirklich 30 sein.
ein wirklich riesen Berg nahe Brasiliens. Runter in Etappen oder was? Da ist Wasser. Platsch. Wert. Meine Herren, guten Tag. Jo. Den haben wir weggeklatscht. Ah, da oben ist noch ein Bogenschütze. Hier irgendwo da. Da drüben ist der Typ mit dem Schlüssel. Ich habe jetzt den Schlüssel eingesammelt. Wäre nämlich blöd, wenn nicht. Naja, muss ich halt wiederkommen nochmal. Hier unten irgendwas. Nee. Ein kleines Wasserbecken. Ihr schnell wie respawnt, Alter. Es ist mir generell hier in Asgard aufgefallen, dass die Gegner echt fucking schnell wie respawnen. Alter. Yeah.
bleibst mir hier und stolperst mich weg. Also da ist auf jeden Fall ein YouTube. Ah, nee, ist doch nicht so. Weißt du was, fick dich. So, zwei Fertigkeitenpunkte. Genau. Nummer Uno. Und Schwerschaden. Hauen wir auch nochmal drauf. Jetzt haben wir aber ungefähr die Hälfte bald. Das ist okay. Noch nicht wirklich gut. Aber schon mal wird's besser. Oh, Jesus Christus. Oh. Dann halt so. Mist. Tante, Alter. Ich denke mal, hier wird auch noch irgendwo ein... so ein Ding sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 sehe ich aktuell noch. Und für den Opferstein brauchen wir noch. Ja, 16. Also werden wir, denke ich mal, entsprechend viele noch nicht sehen gerade. Yeah.
umständlicher, als es sein müsste, aber egal. So wie ich das gemacht habe, nicht. So, dann beamen wir uns jetzt mal wieder da hoch. Dass ich da fast den ganzen blöden Berg runtergefallen wäre jetzt gerade, das hat keiner gesehen. Überhaupt nicht. Steintürmchen. Müssen wir basteln. Die Arbeit ist getan und es ist noch hell. Wir haben uns etwas zu trinken verdient, denke ich. Was sagt ihr, Brüder? Olan, wir ertränken unser Werk in Lohm. Eine neue Welt, aus altem Fleisch gefertigt. Erinnert ihr euch, wie groß der alte Ymir war, als wir die Arbeit begannen? Sein Leichnam, so groß wie der Tag lang ist, überspannte er den Abgrund Gin-Ungagap. Ja, oh ja, sein weiches Fleisch, aus dem wir die fruchtbaren Böden schufen. Und sein Blut wurden Weltenmeere und die Seen. Ich erinnere mich gut. Für Hügel und Berge stapelten wir seine Knochen. Seinen Bart für die Bäume, sein Haar für das Gras. Seinen kuppelgleichen Schädel öffneten wir für den blauen Himmel über uns, gefüllt mit den Wolken seines Hirns. Eine neue Welt aus den Überresten einer alten. Skoll, Brüder, ich erhebe mein Horn auf euch beide. Bruder Odin, du bist still. Stimmt etwas nicht? Hat unser Werk kein Lob verdient? Das war jetzt gerade immer ein gruseliges Lachen von Odin hier. Nein! Ach komm. Ach komm. Ich glaube, das Ding ist einfach zum Anfang einfach kacke. So. Jetzt machen wir es mal mit dem hier. Drehen das einmal um 180. Man kann den auch verschieben. So, setzen wir mal alles zurück. So. Will ich denn jetzt mit dem dahin? Du bist relativ schwer. Schieben wir nicht. Dich drehen wir mal so. Dass da dann ungefähr wieder eine gerade Fläche rauskommt. Naja.
Der ist aber ganz schön schepp jetzt. Jetzt muss ich nur noch den da hinbringen, ohne was das alles jetzt einstürzt. Aha! Fast. Ein Windhauch und das Ding kippt um. Aber es hält. So, ein Fertigkeitspunkt. Haben wir erhalten. Und jetzt mal in die Richtung hier weiter. Also, die Hälfte von den ganzen Collectibles haben wir jetzt dann langsam erledigt. Du an der Quelle Helhems? Mit meiner Frau Ranveig vereint sein. Unser Dorf wurde zerstört. Ich starb mit meiner Axt. Sie nicht. Guter Krieger, Helhem ist nicht der Ort, an dem du sein willst. Dir wurde die Ehre zuteil, dich meinen Kriegern anzuschließen. Wanke nicht. Wäre es deine Geliebte, würdest du die neuen Reiche verschieben, um sie wiederzusehen. Wir Krieger kümmern dich nicht. Ich fordere dich heraus. Wenn ich gewinne, gewährst du mir den Wunsch. Wenn du gewinnst, schick mich als unfähigen Krieger zu Hel. Das wäre nicht gerecht. Ich kann nicht gewinnen, du kannst nicht überleben. Wer bin ich, einen Betrüger zu betrügen? Komm, Harvey, oder bist du zu feige? Erfüll meinen Wunsch, Schlappschwanz! Okay. Ich löschte Heere aus, als du noch in deiner Scheiße saßt. Komm! Verliere und zieh nach Helheim! Du willst sterben? Zack. Ich gehorche. Hels Quelle. So, jetzt haben wir wirklich genau die Hälfte der Collectibles eingesammelt, und zwar von beidem. Das ist doch ein schöner Punkt, um hier aufzuhören für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.